Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will beginnen, will zumindest versuchen zu beginnen mit dem, was uns verbindet. Ich glaube, die Begeisterung über den Versuch, dass wir als Menschheit, dass wir als Weltbevölkerung jenseits aller Differenzen, vielleicht an anderen Stellen auf dieser Erde Konflikte, jedenfalls jenseits von Parteilichkeiten versuchen, dass wir gemeinsam eine Liste zu erstellen über Dinge, über Wissen, über Können, über Fähigkeiten, die es zu bewahren gilt. Und ich denke, das ist eine Idee, die in einer globalisierten Welt immer relevanter sind. Und ich darf wohl für das ganze Haus sagen, dass wir das Vorhaben der UNESCO, immaterielles Kulturerbe anzuerkennen, ausdrücklich begrüßen. Zur Debatte im Kulturausschuss im Sommer des letzten Jahres hatten wir den Generalsekretär der deutschen UNESCO-Konvention, Herrn Dr. Bernecker, zu Gast im Kulturausschuss. Und er sprach da über die Erfahrungen bei der Welterbekonvention bei den baulichen Kulturgütern. Und ich denke, das ist sinnvoll, seinen Ausführungen noch mal genau zuzuhören, um die Debatte heute auszuführen. Denn er sprach insbesondere an, dass es bei der Auswahl der inzwischen fast 1000 Welterbestätten regionale Unausgewogenheiten in den Ländern, zwischen einzelnen Staaten, zwischen den Weltregionen, aber auch Unausgewogenheiten bei den Typologien der Städten und bei der epochalen Auswahl gibt. Und das ist insofern für uns heute hier von Relevanz, weil aufgrund dieser Erfahrung nun bei den Listen über die schützenswerten immateriellen Kulturgüter ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Zum einen ist die Zahl der Vorschläge begrenzt, zum anderen aber wurden die Bewerbungen zur Auswahl an ein Expertengremium, an eine unabhängige Jury übertragen. Und das hat für die Bundesrepublik Deutschland auch die Kultusministerkonferenz beschlossen. Und die deutsche UNESCO-Kommission hat eine Geschäftsstelle eigens zur Betreuung dieses Verfahrens eingerichtet, die Expertenkommission, deren Mitglieder dann auch berufen wurden. Und eine solche Jury hat auch unsere Ministerin für Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Meine Damen und Herren, Sie können doch jetzt nicht ernsthaft per Beschluss diesen hohen Hauses an der Stelle des Verfahrens, wo die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, die Jury und dieses gesamte Verfahren kompromittieren, indem Sie aus den gesamten eingegangenen Bewerbungen eine herausnehmen. Das kann doch nicht ernsthaft Ihr Interesse sein, das kann doch nicht ernsthaft das kulturpolitische Verständnis einer Fraktion hier im Hause sein. Und meine Damen und Herren, das ist mehr als eine Verfahrensfrage. Es geht aber nicht nur darum. Es geht vor allen Dingen darum, dass im Wissen um dieses Verfahren nun viele Bewerbungen eingegangen sind. Der Kollege Bialas hat bereits einige erwähnt. Und die unabhängige Expertenkommission hat diese Anträge geprüft. Und sie soll auch Empfehlungen hinsichtlich der Einordnung in eine der drei Listen für das immaterielle Kulturerbe geben. Und diesem Verfahren haben auch Ihre CDU-Minister in der KMK zugestimmt. Am Nikolaustag 2012, früher war der CDU diese Beschlüsse heilig, erst recht am Nikolaustag sollte das so sein. Und jetzt wollen Sie quasi, dass das Parlament ex ante aus allen eingegangenen Bewerbungen eine herausnimmt, eine hervornimmt und aber andere Bewerbungen eben nicht. Und es sind 21 Bewerbungen aus ganz NRW, 7 Bewerbungen beziehen sich auf Kunst, 5 auf musikalische Traditionen, es sind Handwerkstechniken, es gibt Bewerbungen mit religiösen Bezügen, es gibt Gedächtnispflege, Heilpraktiken und auch Bewerbungen, die auf alle Kategorien zufallen. Und jetzt nach diesem Vorlauf eine der Bewerbungen hervorzuheben, das wäre doch unfair gegenüber der Ministerin, das mag Ihnen da zwar egal sein, aber unfair gegenüber den Persönlichkeiten, vor allen Dingen der Jury, der Arbeit der Jury und vor allen Dingen unfair gegenüber allen anderen, die sich beworben haben. Und Herr Kollege Kerkhoff, ich muss Ihnen wirklich sagen, nach Ihrem Redebeitrag, wo Sie dann auch noch die Jury in die Bredouille bringen, welche Jury entscheidet denn dann noch, wenn hier heute ablehnen? Ja, das ist doch dann Ihre Schuld, das müssen Sie doch dann mit denen, von denen Sie glauben, dass Sie Ihre Interessen vertreten, klären. Wir wollen keine Bewertung vornehmen der Bewerbung, wir unterstützen ausdrücklich alle und deswegen müssen wir Ihren Antrag ablehnen. Wir haben einen eigenen Antrag vorgelegt. Ein Änderungsantrag gibt es von 3 Fraktionen, der nochmal ganz klarstellt, dass dieses Verfahren sinnvoll ist und dass wir es an dieser Stelle nicht so torpedieren können, wie Sie das vorhaben. Vielen Dank. Applaus